Sie haben mal den Begriff der Hausgötter geprägt. Philipp Otto Runge gehört ohne Zweifel zu den Hausgöttern der Hamburger Kunsthalle. Und der kleine Morgen, vor dem wir eben stehen, ist eines seiner bedeutendsten Bilder, allerdings auch eines der rätselhaftesten und kompliziertesten Bilder, die wir von ihm kennen. Können Sie etwas zu der hintergründigen Symbolik des kleinen Morgens sagen? Ja, mit den Hausgöttern ist es ja tatsächlich so, dass Runge, bevor Lichtwark der erste Direktor der Hamburger Kunsthalle war, so gut wie unbekannt war. Runge hat sowohl, was man überhaupt heute nicht mehr glauben kann, Caspar David Friedrich neu entdeckt, der auch zu seiner Zeit, also sagen wir mal um 1880, völlig vergessen war. Und Runge hat er auch wieder entdeckt, die beiden sozusagen Begründer der romantischen Malerei. Zumindest im protestantischen norddeutschen Bereich. Es gibt ja auch die Romantik im katholischen süddeutschen Bereich. Die Nazarener, die dann nach Rom gegangen sind. Für diese protestantische Malerei stehen die beiden Künstler und der kleine Morgen ist tatsächlich, es soll ja den großen Morgen gibt es dann und dann müsste man sagen, gibt es noch den riesigen Morgen, der ist nie zur Ausführung gekommen. Es sollten wie bei seinen Radierungen 4 Bilder sein, die 4 Tageszeiten darstellen. In der Radierungsfolge hat er sie gezeigt. Bei der Malerei ist er sozusagen über die Anlage des großen Morgens, der dort hinten hängt, verstorben. Aber immerhin haben wir die Konzeption des kleinen Morgens. Was wir sehen ist, und das ist sozusagen etwas ganz Neues in der Malerei, ein Bild im Bild. Sie sehen hier den schwarzen Rahmen, der über einem anderen Bild liegt und der so plastisch gemalt ist, dass man wirklich das Gefühl hatte, man könnte das innere Bild abnehmen und hat dahinter ein anderes Bild. Die Rahmenerzählung ist natürlich mit dem Innenbild genauestens verknüpft. Wir haben hier sozusagen den Durchbruch der Sonne, die Nacht, dafür steht die Scheibe, weicht. Wir haben hier noch den dunklen Bereich, also wir sind hier noch im Erdbereich unter den Wurzeln. Dann kommt hier die Amaryllis, diese starke Farbe, die rote, die mit diesen Genien sozusagen aufsteigt zum Licht hin. Aus dem Dunkelheit entwickelt sich die Farbe, aus der Farbe entwickelt sich das weiße Licht und oben sitzen die Engel, die dann sozusagen die Gloriole Gottes, also das göttliche Licht, anbeten. Das göttliche Licht ist aber für den Menschen unsichtbar und deshalb ein schöner Trick sozusagen hinter dem aufgemalten Bild verschwunden. Also die göttliche Quelle müssen wir uns ungefähr hier vorstellen, aber dort ist der Abendstern zu sehen. Und im inneren Bild sehen wir die Nacht in diesen Zwickeln, die gerade weicht, so wie hier die Nacht weicht, die schwarze Scheibe. Die Aurora steigt sozusagen über den Wiesen auf. Es ist aber nicht nur die Aurora, also die Morgenröte, es ist gleichzeitig auch Maria und Venus. Wir haben also die heidnische Religion in Gestalt der Venus, die antike Religion. Wir haben die christliche Religion mit Maria und wir haben sozusagen die Naturreligion, die Aurora. Für Caspar David Friedrich und für Runge war sozusagen das Zeitalter der Religionen vorbei, wie Sie sagen, und es beginnt eine neue Art der Religiosität, die sich in diesem Bild ausdrückt. Die Natur wird jeden Morgen neu geboren, die Knaben streuen sozusagen das Morgenrot, die Rosen und ein Knabe, der hier in der Wiese liegt, ist sowohl sozusagen der Beginn des Morgens, die Allegorie dafür, aber natürlich auch das Christuskind, weil das Ganze auch christlich gedacht ist. Also im christlichen Glauben entsteht eine neue Welt des Lichtes, des Friedens, der Musik, die hier oben von diesen Genien gespielt wird.